So ein Streitatlas wäre auch mal was für die SPD intern. Wäre auch sehr interessant. Da hat man sich ja immerhin jetzt auf eine Vorsitzende einigen können. Mit 66% wurde Andrea Nahles gewählt. Und mal gucken, wie lange sie durchhält. Es gibt ja jetzt schon eine Reihe von ehemaligen Vorsitzenden. Ich glaube, keine Partei hat so viele ehemalige, noch lebende Vorsitzende wie die SPD. Ich habe mir die nochmal alle mitgebracht. Schauen Sie hier. Hans-Jochen Vogel, Björn Engholm, Rudolf Scharping, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder, Franz Müntefering, Matthias Platzek. Man kann auch ruhig mal ein älteres Foto nehmen aus RAF-Zeiten. Und hier Kurt Beck, Sigmar Gabriel und natürlich Martin, ich nehme euch nichts krumm, Schulz. Ja, die könnten eigentlich einen Verein gründen, den FEF-DSDF. Ja? FEF-DSDF ist klar, hier, den Verein ehemaliger Vorsitzender der Sozialdemokraten Deutschlands, e.V., kurz SPD Outtakes. Wobei das nicht unkompliziert wäre, diesen Verein zu gründen. Denn die erste Frage wäre ja, wer wäre Vorsitzender des Vereins der ehemaligen Vorsitzenden? Daran könnte es schon scheitern. Und Sie brauchen für die Vereinsgründung natürlich 7 Mitglieder. Und da wird es auch schon schwer. Denn zum Beispiel Lafontaine würde wegfallen. Der hatte ja vor Jahren schon mal einen eigenen Verein gegründet, der jetzt von seiner Frau geführt wird. Da waren es nur noch 9. Dann muss ein gemeinnütziger Verein nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgen. Deshalb sagt man ja auch Idealverein. Da fiel natürlich der Schröder weg. Da waren es nur noch 8. So, Björn Engholm und Hans-Jochen Vogel haben ein gewisses Alter erreicht, sind quasi Wackelkandidaten. Da weiß man nicht, wann sie schwarz umrandet werden. Ja. Muss man realistisch sehen, dann wären es nur noch 6. Das heißt, die Nahles müsste sehr schnell nachrücken, damit dieser Verein überhaupt zustande kommt. Oder man könnte vielleicht stattdessen eine eigene Partei gründen. Da braucht man weniger Mitglieder. Das wäre dann die SAD, also die Sozen außer Dienst. Und wenn die noch 3 Jahre warten, dann könnten die noch die Merkel mit aufnehmen und könnten mit ihr als Spitzenkandidatin bei der nächsten Bundestagswahl wieder antreten. Dann sähe die CDU ganz schön alt aus. Aber das dauert natürlich noch. Wir haben jetzt erstmal diese GroKo, die jetzt ihren Koalitionsvertrag auch unterschrieben hat, nachdem das sehr lange gedauert hatte mit der Regierungsbildung. Der Seehofer war ganz happy. Er sagte, es sei eine große Koalition für die kleinen Leute. Eine große Koalition für die kleinen Leute. Das klingt auch gut, ne? Erst dachte ich, wollen die jetzt Italien regieren oder was? Aber Peter Maffay soll sich sehr gefreut haben über den Satz. Und um Einigkeit zu demonstrieren, hat sich diese GroKo dann auch auf Schloss Meseberg getroffen. Und da war die Stimmung sowas von gut. Ich habe Ihnen ein paar Bilder mitgebracht. Schauen Sie hier. Da sehen Sie Julia Klöckner, die sich durchs Haar fährt. Ganz lässig. Das hätte Grace Kelly ihrer Zeit nicht besser machen können. Ja, oder hier zum Beispiel Andreas Scheuer. Schauen Sie, er wirft so einen Blick auf Dorothee Bär. Da geht doch was, oder? Hä? Da ist doch was im Busch. Hä? Ist ja nicht umsonst der Verkehrsminister. Wahrscheinlich fragt er sich, ob die Bär rasiert ist. Beziehungsweise ob der Bär. Das könnte auch so ein Malle-Schlager werden in diesem Jahr von Mickey Krause. Ist der Bär rasiert? Schalalala. Ist der Bär. Aber das überlassen wir Mickey Krause. Dass das also wirklich geheuchelte gute Stimmung war, das konnte man schon auf dem nächsten Bild sehen. Jetzt schauen Sie hier: Uhrenvergleich zwischen Merkel und Seehofer. Und der Seehofer sagt natürlich sowas wie: Ja, Angela, es muss sich was ändern in Deutschland. Es ist 5:12. Und die Merkel antwortet, ja Horst, für dich ist der Zug ja eh schon längst abgefahren. Also diese gute Stimmung ist nur vorgetäuscht. Ich stelle mir so richtig vor, wie die zusammengesessen sind da in Schloss Meseberg, alle am runden Tisch. Alle haben sich erstmal an den Händen gehalten. Vielleicht können wir das einmal simulieren. Einmal fühlen wie die GroKo, dass wir eine lange Menschenkette bilden. Einmal bitte alle an den Händen halten. Auch für die, die es morgen nicht in den Gottesdienst schaffen. Ist das ein Angebot heute Abend? Ja, auch hier vorne, ich sehe das. Wenn das nicht macht, bleibt zum Nachsitzen. Ja, ja, ja. Ich sehe das. Ja, alle bitte hier. Nee, die Show ist vorbei dann beim Nachsitzen. Wir sind alleine hier, wir sind dann weg. Wir sind Pizza essen. So, also hier vorne auch, ich sehe das. Einmal, komm, einmal bitte fühlen wie die GroKo. Alle einmal an den Händen halten, bitte. So, und dann sitzen sie dann da, die Politiker aus CDU, CSU und SPD, und sagen erstmal alle ihren Satz auf. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Jeder lästert, was er kann, nur nicht über Nebenmann. Das ist dieses
dieses Feeling der großen Koalition.